Ihr wollt wissen, wen ich heute zu Gast habe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin nicht der Sven und wir spielen heute keine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Ja, und unser heutiges Spiel hat sich ein spezieller Gast gewünscht und ich würde sagen, der Sven macht wieder eine kurze Überblendung zu dem Video, das er uns geschickt hat. Na, Dickerchen, wie geht es dir? Ich habe vom Spielkind gehört, du hast einen besonderen Tag. Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen ja was, um zu gucken, dass du auch für den Hafen der Ehe fähig bist. Auch wenn du knapp ein Jahr Walheim mit mir überstanden hast, wovon ich heute noch Nachwirkungen habe, weil es gibt ja Personen, die stehen auf blau behaarte Ärsche. Ich bin es nicht gewesen. Das ist hier, ne? Der, für den das Video bestimmt ist, der steht auf die blau behaarten Ärsche. Nein, es war eine coole Zeit. Und nichtsdestotrotz brauchen wir irgendwas, um zu gucken, dass du mit Stress auch umgehen kannst. Dass du Durchhaltevermögen hast. Und wir wissen ja, wie du bist, wenn du gereizt bist. Du wirst ja dann immer ruhiger. Und irgendwann bist du ja taubstumm und sagst gar nichts mehr. Also habe ich mir überlegt, was wäre das perfekte Spiel für dich, um diese ganzen Sachen nochmal so richtig zu fördern. Und da war das Spiel an sich ja schon sehr, eigentlich ziemlich simpel ist, machen wir da draus noch eine Challenge. Bei jedem Tod, den du machst, musst du einen kurzen trinken. Das ist eine gute Idee. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei Alt F4. Gib dein Bestes und denk dran, jeder Tod kostet dich einen kurzen. Viel Spaß! Hallöchen! So, es geht weiter mit dem nächsten Teil unserer wunderbaren Hochzeitswoche, JGA-Woche, Whatever-Woche. Wir spielen Alt F4. Danke, Herr Spielkind. Ja, Daumen hoch. Danke, Tara. Super Idee. Ich freue mich. Schauen wir uns das doch mal an. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Auflösung. So. Wunderbar. Okay. Für mich ist das deutlich größer als für euch. Das müssen wir mal eben Optionen. Anzeige. Komm. Nee. Anwenden. Okay, du ignorierst das vollkommen. Dann gehen wir in den Fenstermodus. Anders geht's leider nicht. Das ist auch scheiße. Ja, sieht halbwegs vernünftig aus. Eieiei. Okay. Your first night. Okay. Versuchen wir mal unser Glück hier. Hä? Was ist denn nur los? Okay, das ist nicht das, was ich so normalerweise... Ja, ich kann schlagen. Oh, ich kann auch die Perspektive wechseln. Okay, bisher... Bisher geht's ja. Okay. Was ist mit dem Huhn zu machen? G ist eine Scheißtaste. Rechte Maustaste ist das hier? Hä?
Okay, mit. Alter. Nicht du. Tut mir leid, ich dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Ja, das sage ich auch immer. Leck mich doch in der Tisch. Ja, komm, lauf. Okay. Was ist das hier? Was sehe ich hier gerade? Was bin ich sehen? Sehend, meine ich. Ja, von dem. Hüpf, hüpf. Leute, ich hasse es. Im Fenstermodus spielen ist halt kacke. Leider Gottes. Weil das sorgt dafür, dass ich... Das ist hier. War so klar. Holy crap. Hauptsache, du bist nicht so brutal. Weiter. Lauf. Vorlaufen. So, hier über die Kante darüber. Hier hoch. Und jetzt muss ich gucken, wo kann ich denn wohl lang? Da kann ich lang. Okay. Darüber. Darüber. Da hoch. Oh! Das war mies. Okay. Jetzt verstehe ich, wofür G ist. Okay. Ich verstehe es. Wenn du Selbstmordtaste drückst. Ja. Daneben. Immer noch daneben. So, hier. Darüber. Okay. Da kann ich langlaufen, da kann ich hoch, da komme ich nicht hoch, da komme ich aber hoch. Da komme ich hoch. Da kommt der Kollege an. Wir rennen jetzt einfach hier weg. Weg, sag. Kommt der von hinten? Kommt der einfach von hinten? Das Geheimnis ist das Flattern mit den Flügeln. Upsi. Ich steh auf! Gott verdammt! Nein, nicht da drauf! Oh, Gott sei Dank! Ups, da drauf? Da drauf? Den kriege ich nicht. Da mache ich mir auch keine Hoffnung, dass ich den kriegen würde. So, wir müssen ganz schnell hier vorne rum. Kommt der hier durch? Scheiße, kommt er. Scheiße. Aber hier kommt er nicht hin. Aber ich dazwischen. Ja! Es läuft wunderbar! Ach, diese Spiele. Ist das hier eigentlich das Tutorial oder was ist das? Kriegt er mich einfach. Sag mal, Leute! Lasst mich doch wenigstens aufstehen. Steh mal schneller auf. Gott, verdammt! So, da lang. Da hoch. Ich habe hier jetzt auch noch keinen anderen Weg gesehen. Ist auch schön, wie ich schon blute hier. Oh Mann. Ja? Schießt da einer auf mich? Da ist der Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu. Ist der Wu-Wu-Seeler? So. Ich da. Okay. Du stehst da und gehst mir nicht mehr auf den Sack.
Da bin ich. Und jetzt? Ohne Scheiß, und jetzt? Wohin muss ich? Mich da hoch? Aber wenn ja, wie? So nicht! Eieiei. Ah! Was ist da? Okay, ich habe irgendein Item. Schön hier überall liegen. Okay, es geht das Ganze auch nochmal in der Ego-Perspektive. Ach komm, versuchen wir es mal. Ja, war gut. Der war schlecht. Okay, wir laufen lieber so. Ja. Leck mich, ich muss weg. Holy crap. Was ein Shit. Okay, hier lang, da lang, hier rauf. Das ändert nichts daran, dass ich gleich immer noch nicht weiß, wo es lang geht. So, da bin ich. Dem da vorne bin ich gut entkommen. Okay. Kann man da durch? Glaube ich nicht. Da ist auch kein Durchgang. Da komme ich auch nicht hoch genug hoch. Da drüben. Nein, nicht so weit. Oh, das ist halt so. Nicht aufstehen. Ich muss hier weg. So, jetzt. Aber wenn wir schon mal eh dabei sind. Nächste Item. Wofür sind die Items? Hm. Okay. Was bringen mir die Items? Da sind wir. Jetzt kommt das Ding. Muss ich über die Teile springen? Aber wenn ich da drüben bin, komme ich auch nicht weiter. Okay. Oh ja. So, da kommen die Felsen runter. Oder Gemüse. Echt jetzt? Ich schaff das, 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 ich schaff das. Ich hab das geschafft! Bitte was? Nee, vollkommen normale Geschichte. Oh. Oh. Aha. I see what you did there. No.
andere Seite wollen. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Wieso falle ich denn da wieder rauf? Andere Seite. Da bin ich mir relativ sicher. So, 3, 2, 1. Warum? Ich verstehe es noch nicht. Was muss ich tun? Also klar, ich muss von dem einen Flugzeug auf das andere springen. Das ist mir... Ich muss nach hinten. Ich muss hier rüber. Okay, manchmal geht das, aber manchmal geht das nicht. Wenn ich hier bin, geht es nicht. Kikirikikakak. Anders. Fucking serious? Hier rüber. Darüber? Ich flieg mal als Cargo mit, ne? Nächster Versuch. Hier rüber. Da lang. Merke, nicht an die Antenne kommen. Nicht an die Antenne kommen. Nicht an die Antenne kommen. Hier hinten hin. Wo ist das andere Flugzeug? Okay, das... Das kann jetzt mega langweilig werden, weil... Okay, ich kann noch nicht mal auf den Ballon springen. Verstehe. Ich bin über die Tragfläche hin drüber weggesprungen. Ich laufe hier lang, ich laufe da lang, ich springe hier hin. Warum sterbe ich denn, wenn ich da drauf springe? Entschuldigung, ich sterbe nicht. Ich explodiere. Okay. Okay, runde Flächen, kacke Flächen. Hier rauf. Also mein Plan ist auf die hintere Trag... Nicht Tragfläche, die Dinger heißen anders. Aufs Höhenruder zu kommen. Nein! Dann springe ich zu kurz. Was zum Geier ist das für ein Level hier? Nee, ich verstehe es nicht. Ich bin übrigens auch viel zu groß als Ritt. Ja, komm. Nein, warum springe ich denn schon wieder? Beim Springen sterbe ich. Wasser, ey. Okay, dahin. Hier rüber. Wir wollen auf das Höhen. Ja.
Das war zu schnell. Also ich zu spät. Das heißt, ich muss den richtigen Punkt finden, wann ich springe. Und der ist jetzt. Oh! Komm, das war knapp. Ich nehme die andere Tragfläche. Gehen hier hin. Wir warten. Der kommt und jetzt. Und das war das erste Mal, dass ich das Ding berührt habe. Also die Idee ist scheinbar nicht ganz so verkehrt, die ich hier habe. Okay, das war viel zu spät. So, die Nummer 42. Ich gehe jetzt darüber und springe. Und das war viel zu viel. Puh. Ach komm, weil ich runterfallen will. Ich muss springen. Okay, ich muss springen. Ich habe kein Springen gedrückt. Muss ich anmerken. So, und... Hüpf. Jetzt. Ticken später. Jetzt. Ticken später. Wir kriegen das hin. Komm. Das Level schaffen wir noch. Wenn die Tragfläche. Und jetzt. Bisschen früher. So. Wir gehen wieder hier hin. Und. Jetzt. Ja! Ja! Wow! Huh. Wahnsinn. Ja, nah dran. Daneben. Oh, wir haben die 20 Minuten gleich voll. Uiuiuiui. Oh Mann. Wo hab ich jetzt hingedrückt? Okay, das haben wir. Komm hier. Nee, hier. Also tatsächlich macht dieses Spiel deutlich mehr Spaß, als ich befürchtet habe. Ich muss sagen, Herr Spielkind, Tapa, danke. Das ist ja... Ich schaffe es nicht, ich bin zu doof dafür, prinzipiell, aber es ist halt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das kann man ja nicht. Und, ne? Also das ist kein Rumgenöle, sondern ja, man muss halt unfassbar viel probieren und machen und tun. Und manchmal nervt... Nein! Jetzt doch was. Manchmal nervt die Perspektive ein bisschen. Oh! Manchmal nervt die Perspektive ein bisschen. I am Smutty Boy! Oh, ich hab
habe wieder ein Item. Hallo Messer. Okay. So. Nein! Doch! Hui! Nein! Doch! Hui! Nein! Doch! Hui! Oh. Das hat funktioniert. Nein, nicht da hoch. Ja, okay. Das war's dann. Das war's für heute, ja. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit, machtet gut, kein Käffchen, aber komm, wenigstens einmal noch. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst. Und damit Käffchen. Tschüss.